große Kultur. Der Zirkus Busch in Berlin. Jeden Tag gerammelt so voll mit drei Elefanten. Aber bald nicht mehr, also okay. Mein Bruder ist das. Aber bald nicht mehr, also tut mir leid. Drei Elefanten jeden Tag. Hören Sie mal, den Zaun haben wir gemietet. Sie können doch nicht an meinen gemieteten Zaun Dinger ranmachen. Die Schilder wollen wir ja gar nicht mitbringen. Aber sehen Sie mal, was Sie da gemacht haben. Sie sind beschädigt. Oh mein Gott. Hören Sie mal, und gegen mein, mit meiner Locken standen Sie auch nicht. So, wir sind jetzt gerade hier angekommen, wie ihr da hinten seht. Und natürlich sind hier alle Waggons vorne, dass man die Tiere nicht sehen kann. Und wir stehen jetzt gerade hier am Flyer in der Hand und wir werden jetzt gleich an Autofahrer verteilen. Und die wissen nicht, was es für ein Flyer ist, aber natürlich geht es ja hier um Wildtierverbot oder allgemein Tierhaltung. Und die wissen das natürlich nicht. Die denken irgendwie, es ist ein Werbe, irgendwas mit Werbe, hat irgendwas mit dem Zirkus zu tun, irgendwie ein Werbeflyer oder sowas. Aber eigentlich ist es halt ein Flyer, wo halt drauf steht, dass halt was mit der Tierhaltung so los ist oder die Wahrheit über die Tiere im Zirkus und ja. Die werden es erst nachher fahren, wenn sie es lesen. Dann werden sie es im Auto mit reinnehmen. Ich bin gespannt, wie sie reagieren. Sag ich jetzt mal armselig finde, ne? Die Leute, die gehen da einfach rein. Wir wollten gerade halt einen Flyer in der Hand drücken und der eine hat gesagt, nee, danke, hat uns richtig so abwesend angeguckt. Als ob wir auch selbst irgendwelche Idioten wären, die an den Straßenrand stehen. Und ich finde sowas schon ein bisschen übertrieben, dass sie so sagen, ja, Tiere werden da nicht gequält und so, aber. Ich habe noch mal ein Video mal darüber gemacht und eine Petition und ihr könnt euch das Video noch mal anschauen. Da wird alles über den Zirkus erzählt, die ganze Wahrheit über den Zirkus. Wenn ihr da vielleicht mal vorbeischauen würdet, da oben steht ein Link oder der Link steht in der Infobox. Schaut da bitte auf jeden Fall mal rein. Bitte, bitte Leute, bitte. Geht nicht in einem Zirkus. Das ist einfach nur Tierquälerei. Hier hat auch gerade ein Hund richtig laut gebellt und wir dachten schon, wir gehen da jetzt hin und gucken einfach mal nach, was da los ist. Die Vorstellung fängt gleich an. Guckt euch mal an, wie leer dieser Parkplatz ist. Und guckt euch das mal an. Die haben wirklich keinen guten Ruf. Gönn ich den wirklich richtig. Gerade haben wir jemanden einen Zettel gegeben, ne? Auch einer, der hier halt geparkt hat. Und der hat den einfach von meinen Augen zerrissen. Alles klar, was ist? Ich laufe jetzt nach vorne. Ja, nur weil das haben wir ja alle. Wenn Sie das stört, Ordentlichkeit hier haben. Wenn Sie das stört, können wir das ab. Genau das hier bitte von meinen Schildern abmachen, wenn es geht. Weil sonst muss ich das leider. Das machen Sie bitte hier vorne ab. Das machen Sie bitte. Ich finde das alles. Nein, das brauchen wir nicht. Doch, das brauchen Sie nicht. Hören Sie mal, den Zaun haben wir gemietet. Sie können doch nicht an meinen gemieteten Zaun Dinger ranmachen. Hier, gucken Sie mal, meine Schilder sind jetzt beschädigt. Gucken Sie mal. Meine Schilder sind jetzt beschädigt. Die Schilder wollen wir ja gar nicht mitbringen. Aber sehen Sie mal, was Sie da gemacht haben. Sie sind beschädigt. Oh mein Gott. Hören Sie mal, und gegen mein, mit meiner Locken standen Sie auch nicht. Ich darf filmen, ich darf aber alles verpixeln. Nein, ich möchte das. Ja das nicht. Aber Sie brauchen das zu meiner Zustimmung und das möchte ich nicht. Aber ich kann es verpixeln, dann darf ich Leute mit meinen Videos nehmen. Hören Sie mal, wir haben ja kein Problem. Sie können hier demonstrieren, wie Sie wollen. Also wir haben ja damit kein Problem. Wir wollen ja nur, dass alles seine Ordentlichkeit hat. Und ich will nur wissen, was hier losgeht. Hier, meine Schilder haben Sie jetzt, sehen Sie ja. Hier ist die Farbe jetzt. Aber meine Community hat zu wissen, was hier losgeht. Also, tut mir leid. Lass die Leute demonstrieren. Nein, ich möchte das nicht. Es ist ja schön, dass es Tierschützer gibt. Ja, das ist ja auch schön. Das sagt ja keiner. Das ist ja weltweiten Chaos. Das ist ja schön. Nur was schön auch, ja, wenn sie kommen dürfen. Aber das tun sie ja nicht. Also, ob unsere Tiere Flecke haben, irgendwelche geschlagene Flecke, blaue Augen. Oder ob die Tiere kopfvoll sind. Herr Manese sieht das alles so. Haben Sie mich so fotografiert, als wie ich tue jetzt gegen ihn anrede? Nein, meine Freundin hat fotografiert, wie sie das Pilz abgenommen hat. Ich will sie nicht anreden, sie anreden. Wir können ja aber nicht immer dabei sein. Es ist schön, dass sie da sind. Das ist schlimm. Ja. Ist alles schlimm. Finden wir als Tierschützer alle nicht gut. Aufgespießt werden. Alles ist alles schlimm. Machen Sie da eine Show ohne Tiere? Nee, es
es gibt für uns mehr Besucher als jetzt darum, haben. Ja. Tiere für solche Zwecke. Doch, 100 Pro. Das ist nur heute, weil heute heiß ist. Ach, nur heute. Glaub man nicht, wir können ja sonst auch sehen, wie es dann aussehen wird. Das wird genauso wie jetzt aussehen. Also, über 140.000. Unsere Tiere hauen. Also, wir glauben das alle. Die Kleinen jetzt, die kommen nicht mehr wieder. Wie viel sind die eigentlich? Ich will gar nicht mit dir streiten. Ich wollte euch nur mal überzeugen. Ja, ich diskutiere ja auch nur. Ich schreite hier auch nicht. Die Musik zum Beispiel. Überzeugen kann ich kein Tier. Ja, viel zu laut. Gerade weil wir Hunde nochmal, lasse ich die Musik leiser machen, damit sie mich verstehen, weil die müssen ja auf mein Kommando hören, was ich sage. Die müssen auf ihr Kommando hören. Na ja? Da haben sie es ja schon. Ja, die haben nichts anderes zu tun jetzt. Ja. Da kommen die ja gerade wieder. Ja, kein Problem. Wenn ihr das anpasst, ist alles normal. Ich darf filmen. Nee. Doch, nein, doch. Ich habe YouTube-Richtlinien. Ich habe Richtlinien, was ich machen darf und was ich nicht. Doch, ich darf sie verpixeln. Ich darf filmen, ich darf sie dann aber nachher verpixeln. Also keine Anschauung, das ist ein Erwachsener. Und wenn 12 Leute mehr als drauf sind, darf ich, brauche ich niemanden verpixeln. Ich kenne meine YouTube-Richtlinien, ich weiß, was ich tue. Ich darf sie dann verpixeln. Ich darf sie jetzt filmen und verpixeln. Alles. Viel Spaß. Applaus für Tierquälerei! Tiere raus aus dem Zirkus! Tiere raus aus dem Zirkus! Die Polizei kommt, Leute. Wir stellen uns auf.